Herzlich willkommen zu diesem Slidecast mit dem Thema Lösen von linearen Gleichungssystemen mit dem Gauss-Algorithmus. Wir haben hier ein Gleichungssystem vorbereitet und möchten wissen, welche Werte die Variablen x1, x2 und x3 haben. Zum Lösen von linearen Gleichungssystemen empfiehlt es sich, diese zunächst in eine Tabelle, so wie die hier vorbereitete, zu übertragen. Dabei tragen wir die Werte von x1, x2 und x3 jeweils an die dafür vorgesehene Stelle in der Tabelle. Für die erste Zeile ist das hier, für x1 1, für x2 minus 1, für x3 2 und auf der rechten Seite 0. Achten Sie dabei besonders auf die Vorzeichen. Wird ein Wert in einer Zeile des Gleichungssystems subtrahiert, bekommt er in der tabellarischen Darstellung ein negatives Vorzeichen. In Zeile 1 wird beispielsweise minus x2 gerechnet, daher ist der Wert für x2 in der tabellarischen Darstellung minus 1. Danach tragen wir die Werte der Zeilen 2 und 3 in die Tabelle ein. Wir können das lineare Gleichungssystem nun lösen, indem wir durch Umformung innerhalb der Tabelle dafür sorgen, dass unterhalb der Hauptdiagonalen, die Sie hier auch eingezeichnet sehen, alle Werte 0 sind. Diese Umformungen müssen immer zeilenweise erfolgen. Es dürfen nicht nur einzelne Stellen umgeformt werden. Zeilen darf man dabei vertauschen. Hier nehmen wir beispielsweise einmal die zweite Zeile und vertauschen diese mit der ersten Zeile. Man darf Zeilen mit einer Zahl multiplizieren. Hier multiplizieren wir die Werte der ersten Zeile mit 2 und erhalten so die neue erste Zeile 2 minus 2, 4, 0. Man darf Zeilen auch dividieren. Hier dividieren wir beispielhaft die Werte der zweiten Zeile durch 2 und bekommen so die neue zweite Zeile minus 1, 0,5, minus 3, 0. Man darf Zeilen auch addieren. Hier addieren wir einmal die Werte der zweiten Zeile mit denen der dritten Zeile. Das heißt, zu den einzelnen Werten der zweiten Zeile wird der jeweilige Wert der dritten Zeile addiert. Hier also minus 2 plus 1, 1 plus 0, minus 6 plus minus 2 und 0 plus 3. Somit bekommen wir die neue zweite Zeile minus 1, 1, minus 8, 3. Zeilen dürfen außerdem subtrahiert werden. Hier subtrahieren wir beispielsweise die erste Zeile von der dritten Zeile. Die einzelnen Werte der ersten Zeile werden also von den einzelnen Werten der dritten Zeile subtrahiert. Wir rechnen also 1 minus 1, 0 minus minus 1, also 0 plus 1, minus 2 minus 2 und 3 minus 0. So erhalten wir die neue dritte Zeile 0, 1, minus 4, 3. Nun wissen wir, was wir für Umformungen vornehmen dürfen. Versuchen wir das Ganze nun anzuwenden und unser Beispielsystem zu lösen. Wir versuchen also nun, alle Werte unterhalb der Hauptdiagonalen auf 0 zu bringen. Man beginnt dabei mit der Stelle unten links in der Tabelle, hier also mit der Stelle x1 in der dritten Zeile. Wir versuchen also nun, alle Werte unterhalb der Hauptdiagonalen auf 0 zu bringen. Hier beginnt man am besten mit der Stelle unten links in der Tabelle, also in der dritten Zeile mit der Stelle x1. Wir haben vorhin gelernt, welche Umformungen wir durchführen dürfen. Die Frage ist nun, wie müssen wir die dritte Zeile umformen, damit an der Stelle x1 eine 0 steht? Wir sehen, dass in der ersten Zeile an der Stelle x1 ebenfalls eine 1 steht. Wir können also die erste Zeile von der dritten Zeile subtrahieren. Denken Sie daran, Sie müssen immer die gesamte Zeile umformen. Wir rechnen also 1 minus 1, 0 minus minus 1, also 0 plus 1, minus 2 minus 2 und 3 minus 0 und erhalten so die neue dritte Zeile 0, 1, minus 4, 3. Wir haben also nun an der Stelle x1 in der dritten Zeile eine 0. Machen wir weiter in der zweiten Zeile an der Stelle x1. Wir haben hier den Wert minus 2. Schnell fällt hier auf, dass wir durch Addieren der ersten oder der dritten Zeile nicht viel gewinnen würden. In der ersten Zeile haben wir eine 1 und in der dritten eine 0. Minus 2 plus 1 ist minus 1 und minus 2 plus 0 ist minus 2. Beides bringt uns also nicht an unser Ziel, aus der minus 2 eine 0 zu machen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, um an unser Ziel zu kommen. Erstens,
Wir können die Umformung, die erste Zeile zur zweiten Zeile zu addieren, zweimal durchführen. Wir addieren die erste Zeile also zur zweiten Zeile und führen die gleiche Umformung im Anschluss erneut durch. So hätten wir unser Ziel an der Stelle x1 in der zweiten Zeile eine 0 zu bekommen erreicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir die zweite Zeile zunächst durch 2 teilen. So erhalten wir die neue zweite Zeile minus 1, 0,5, minus 3, 0. Addieren wir nun die erste Zeile, haben wir unser Ziel ebenfalls erreicht. Eine dritte Möglichkeit ist es, die erste Zeile zunächst mit 2 zu multiplizieren. So erhalten wir die neue erste Zeile 2, minus 2, 4, 0. Addieren wir diese nun zur zweiten Zeile, haben wir unser Ziel ebenfalls erreicht. Nehmen wir einmal an, wir hätten uns für die dritte Möglichkeit entschieden und machen nun mit der Stelle x2 in der dritten Zeile weiter. Hier steht noch immer eine 1. In der zweiten Zeile sehen wir an der Stelle x2 eine minus 1. 1 plus minus 1 ergibt 0. Also addieren wir die zweite Zeile nun zur dritten Zeile und erhalten so die neue dritte Zeile 0, 0, minus 6, 3. Damit haben wir unser Ziel erreicht. Unterhalb der Hauptdiagonalen sind nun alle Werte 0. Wie hilft uns das nun beim Lösen unseres Gleichungssystems weiter? Dies sehen wir, wenn wir die Tabelle wieder zurück in unsere Ausgangsform notieren. Durch die vorgenommenen Umformungen ist der Wert für x1 und x2 in der dritten Zeile 0, sodass lediglich minus 6x3 gleich 3 übrig bleibt. Das können wir ganz einfach ausrechnen und erhalten x3 ist gleich minus 0,5. Dieses Ergebnis können wir nun in die zweite Gleichung einsetzen. Dann haben wir hier minus x2 minus 2 mal minus 0,5 ist gleich 0. 2 mal minus 0,5 ist gleich minus 1. Da wir aber minus minus 1 rechnen, können wir auch plus 1 schreiben. Nun haben wir also in der zweiten Zeile minus x2 plus 1 gleich 0 stehen. Wir haben auch hier jetzt eine Gleichung mit einer Unbekannten, da wir durch die Umformungen vorher dafür gesorgt haben, dass x1 gleich 0 ist. Diese Gleichung können wir wieder ganz einfach lösen und erhalten für x2 den Wert 1. Wir haben also nun Werte für x3 und x2. Diese setzen wir nun in die erste Gleichung ein. Dort haben wir dann 2x1 minus 2 mal 1 plus 4 mal minus 0,5. Das ist das gleiche wie 2x1 minus 2 plus minus 2. 2x1 ist also gleich 4 und x1 ist damit gleich 2. Nun haben wir für alle Variablen Werte und haben unser lineares Gleichungssystem gelöst. Wiederholen wir noch einmal, wie wir beim Lösen von linearen Gleichungssystemen vorgehen. Zunächst übertragen wir das Gleichungssystem in eine Tabelle. Dann formen wir diese Tabelle so um, dass unterhalb der Hauptdiagonalen alle Werte 0 sind. Dann können wir diese Tabelle wieder in die Ursprungsform zurückführen und ausgehend von der dritten Gleichung alle Variablen ausrechnen. Wofür man dies in der Praxis gebrauchen kann, erklären wir Ihnen in einem weiteren Slidecast. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.